Ketonkörper als alternativer Treibstoff gerade fürs Gehirn. In was für Lebenssituationen greift der Körper auf dementsprechende Energiestoffe zurück? Was sind die Grundvoraussetzungen und vor allem, was sind die Vorteile dann, wenn du verstärkt mit Ketonkörpern jetzt deine Energieversorgung des Gehirns gewährleistest? Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeier. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mit den richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Ketonkörper als alternativer Energiestoff fürs Gehirn. Denn unser Gehirn als Hauptenergiefresser des menschlichen Körpers muss natürlich in jeder Lebenssituation ausreichend mit Energie versorgt werden. Wenn jetzt üppiges Nahrungsangebot auf der einen Seite vorherrscht, dann wird das anders versorgen, als wie wenn du jetzt auf deine Körperreserven zum Beispiel zurückgreifst. Da wird der Energiestoff anders hergestellt und der bietet dementsprechend auch Vorteile natürlich. Denn in unserer Ernährung haben wir eben die drei Makronährstoffe Fett, Proteine und Kohlenhydrate. Aus denen kann der Körper, aus diesem Rohstoff kann der Körper jetzt seinen Energiestoff, sein Benzin sozusagen, herausbeziehen. Und mit dem werden dann die einzelnen Kraftwerke befüllt, die Mitochondrien. Und du kannst den ATP rausbeziehen, also deine Körperenergie. Und ohne dieses ATP läuft eben nichts. Das heißt, du könntest dann schon einen Grabstein bestellen, denn ohne Körperenergie, naja, ohne Energie kein Leben, kann man so am besten sagen. Das heißt, in jeder Lebenssituation muss es der Körper selber herstellen, entweder durch externe Nahrungszufuhr oder eben aus den eigenen Reserven, und das macht er unterschiedlich. Und jetzt schauen wir uns die erste Nahrungssituation ein, also wenn du dich jetzt auf Nahrungssuche begibst oder Nahrung organisierst eben in einer modernen Welt, dann setzt du dich hin, der Gast ist König und das ist natürlich sehr klasse, König zu sein. Da kriegst du jetzt deinen Rohstoff, du wirst Glucose daraus beziehen, als erstes wird immer Glucose verstoffwechselt, dein Benzin und dein Gehirn jetzt, heute das Thema Gehirn, fährt dann zu 100% auf Glucose. Und jetzt schauen wir uns noch die zweite Situation an, der ist der Mensch im Laufe seiner Evolution auch immer ausgesetzt gewesen, also immer üppiges Nahrungsangebot auf der einen Seite und jetzt eben karges oder gar kein Angebot auf der anderen Seite. Die Energie muss aufrechterhalten werden und das Hauptenergiefresser jetzt gerade fürs Gehirn notwendig natürlich, schauen wir es uns an. Du isst eben nichts, früher, wie gesagt, hat es längere Perioden gegeben, da hat man einfach keine Nahrung zur Verfügung gehabt und der menschliche Körper muss auf die Reserve zurückgreifen und vor allem nutzt er diese Phase jetzt, wenn kein Nahrungsangebot vorhanden ist, verstärkt natürlich zur Reparatur und zur Optimierung der Körpersubstanz. Denn du musst jetzt natürlich deine Kräfte wieder bündeln, dass du in weiterer Folge natürlich wieder irgendwie zu Nahrung kommst. Das heißt, wenn er in der Situation sofort degenerieren würde, dann wären wir als Menschheit schon längst ausgestorben. Da gibt es gewisse Schutz- und Reparaturfunktionen, die dann freigeschalten werden, die äußerst positiv auf uns wirken. So, also in der zweiten Situation muss der Körper jetzt verstärkt auf seine Reserven zurückgreifen. Die hat ja jeder von uns in einem gewissen Ausmaß und vor allem die Körperstruktur wird jetzt wieder optimiert. Das heißt, es geht in Richtung Autophagie rein. Vor allem alte Eiweißbestandteile werden jetzt wieder zur Energiegewinnung herangezogen. Was bedeutet das jetzt aber konkret fürs Gehirn, also für unseren Hauptenergiefresser? Wenn wir uns kurz anschauen, das Gehirn von der Körpermasse her ist es ungefähr 2% der Körpermasse. Vom Energieverbrauch liegen wir aber ungefähr zwischen 20 und 25% der kompletten Körperenergie, die allein nur unser Supercomputer frisst. Das heißt, in der ersten Situation fährst du eben zu 100% auf Glucose. Das ist ja per se jetzt einmal nichts Schlechtes. Was kann aber jetzt auf Dauer passieren, wenn du jetzt immer zu viel Glucose hast oder wenn du ständig einfach nur Glucose zur Energiegewinnung heranziehst? Da gibt es als erstes natürlich jetzt den Nachteil, dass es verstärkt im menschlichen Körper zur Glykierung kommt. Das heißt, Zucker bindet sich an Eiweißbestandteile. Wenn das im Gehirn geschieht, kommt es dann natürlich zu einer Einschränkung der Gehirnfunktionen. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, das wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen, aber ein kleines Päuschen oder vielleicht ein Treibstoffwechsel wird einmal angebracht. Laut neuesten Forschungen, jetzt als Punkt 2, können auch Gehirnzellen mit der Zeit insulinresistent werden. Also immer zu viel Zucker in der Blutbahn oder als Hauptenergiestoff fürs Gehirn kann, wenn es ganz blöd kommt, auch auf Gehirnzellen wirken, dass diese resistent werden. Drittens, die Mitochondrien, jede Zelle, auch die Gehirnzellen, haben natürlich diese Zellfabriken und gerade bei der Glucoseverstoffwechselung fallen freie Radikale an, verstärkt er jetzt und da benötigst du an der Stelle eben mehr Antioxidantien und verstärkt auf Vitamin 1 setzen, wenn du jetzt sehr Glucose- oder Kohlenhydratlastig unterwegs bist. Das wäre dann der Buffer, dass das dort an den Zellkraftwerken und in weiterer Folge auf das Gehirn selbst nicht zu einer Energieunterversorgung oder zu einem proportional hohen Schaden kommt. Und wenn wir uns das Beispiel jetzt ansehen,
Wenn dein Gehirn jetzt zu 100% auf Glucose läuft, dann könnte man das Beispiel auch anziehen, ein 80 Kilo Mensch mit ungefähr 2000 Kalorien Gesamtverbrauch würde 400 bis 500 Kalorien jetzt nur am Gehirn verzimmern und das wären ungefähr zwischen 100 und 25 Gramm nur Glucose, was du dort an Sprit verbrauchst. Und gerade bei der Glucoseverstoffwechselung, wie gesagt, fallen eben sehr viele freie Radikale an und das Gehirn sollte da vielleicht einmal ein Päuschen einlegen, wenn du sagst, du möchtest besser hegen und pflegen an der Stelle. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie versorgt sich das Gehirn in einer Fastenperiode, wo ja verstärkter repariert wird dann. Also Fastenperiode setzt erst dann ein, wenn jetzt in deiner Leber der letzte Zucker raus ist, sozusagen aus deinen Muskeln, aus deiner Leber, aus dem Glykogenspeicher, deine Zuckerreserve, die der Körper zur Verfügung stellt, wenn die einmal geleert sind, wie wird sich das Gehirn jetzt versorgen? Denn jetzt ist keine Glucose mehr vorhanden, also dein Gehirn jetzt an erster Stelle, wenn irgendwo Energie benötigt wird, ist immer das Hirn, was als erstes versorgt wird. Das heißt, keine Glucose mehr da, du musst auf deine Reserve zurückgreifen und aus dieser jetzt die Energie gewinnen, die dein Gehirn nicht so bitterlich benötigt. An dieser Stelle ist jetzt einmal wichtig zu erwähnen, das Gehirn kann nicht so wie alle anderen Körperregionen auf Fett zurückgreifen, das heißt, das Speicherfett muss jetzt einmal in die Leber und muss dort in Ketonkörper umgewandelt werden und dann kann es das Gehirn als Treibstoff erst heranziehen. Und auch nicht zu 100% an der Stelle jetzt noch einmal erwähnt, das heißt, da kommst du dann rein, ungefähr in eine 70-75%ige Energieversorgung durch Ketonkörper und 25-30% müssen aber nach wie vor durch Glucose gedeckt sein. Und damit dieser Glucose, du hast jetzt keine Glucose mehr, damit dieser Glucoseanteil noch gedeckt werden kann, kommt es jetzt zweitens zur zweiten Funktion, auch wieder in der Leber zur Gluconeogenese, das heißt, dass etwas Neues muss Glucose hergestellt werden, du hast ja keine und da hat der Körper wieder mehrere Möglichkeiten. Als erstes kann es aus deinem Körper Speicherfett rausbeziehen, es wird in Triglyceriden abgespeichert, aus dem Fettkomponente kann er keine Glucose beziehen, aber aus dem Glycerolanteil. Das heißt, der Glycerolanteil von den Triglyceriden wird jetzt zu Glucose umgewandelt. Zweitens auch eine wichtige Funktion, gerade wenn du gar nichts isst, in einer Fastenperiode werden verstärkt jetzt durch die Autophagie auch verstärkt alte Eiweißbestandteile abgebaut, sehr nützlich und können aber auch gleichzeitig dann zur Energiegewinnung herangezogen werden. Das heißt, das was Neuen wird Glucose gemacht, in dem Fall eben aus alten Eiweißbestandteilen. Und drittens kommt es dann auch noch bei Muskelbewegungen oder generell jetzt bei Sport zur Laktatbildung in der Muskulatur und selbst dieser Abfallstoff kann jetzt in Glucose zur Energiegewinnung herangezogen werden. Also der Körper hat schon viele Möglichkeiten und vor allem gerade diese Möglichkeiten, aus denen er jetzt Energie bezieht, sind äußerst hilfreich, weil natürlich jetzt Müll verstärkt entsorgt wird und gerade beim Laktat, das solltest du auch nicht verstärkt im Körper haben, ist eher negativ, muss entsorgt werden und da kannst du an der Stelle sogar noch Energie daraus beziehen. Also sehr vorteilhaft. Also was ist jetzt der Vorteil von dieser alternativen Energieform, dieser 75-25 Variante sozusagen, wenn das Gehirn auf Ketonkörpern mit Glucose aus alten Eiweißbestandteilen fährt? Da hast du als erstes natürlich jetzt den Vorteil, dass gerade Ketone jetzt bei der Verstoffwechselung weniger freie Radikale freisetzen. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und zweitens, Ketonkörper können sogar als Antioxidant fungieren. Also an der Stelle doppelt gut, dass es bei der Verstoffwechselung zu weniger Schaden kommt. Drittens, auch wie früher erwähnt, durch die Gluconeogenese werden eben alte Eiweißablagerungen jetzt zur Energiegewinnung verstärkt herangezogen und gerade bei einer eingeschränkten Gehirnleistung geht es immer in das Thema AGES rein, also Advanced Glycation End Products und gerade diese Glykierungsabfälle, könnte man schon sagen, werden jetzt zur Energiegewinnung herangezogen. Das heißt, das Gehirn wird wieder optimiert und du verheizt den Müll, der was sich abgelagert hat. Also jetzt durch diese kurze Erklärung ist es vielleicht schon einmal von Vorteil, dass man, wenn man jetzt auf Esspausen setzt, wenn man weniger isst, wenn man mit der Glukoselast jetzt in der Nahrung, also zumeist aus der Kohlenhydratecke jetzt einmal runtergeht, dass man jetzt wieder metabolisch flexibler wird, wie es so schön heißt, dass man verstärkt jetzt wieder in die Regeneration kommt, dass man den Treibstoffwechsel vielleicht jetzt einmal etwas forciert wieder. Man muss es ja nicht zu 100% machen. Jetzt kann man mit Intervallfasten reingehen, kleinere Esspausen einbauen, mit der Kohlenhydratlast runtergehen und der Körper wird jetzt verstärkt wieder auf Ketonkörper zurückgreifen und die haben immens viele Vorteile. Also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, wie man da positiv einwirken kann. Jetzt schauen wir es uns noch einmal überblitzmäßig an bei den einzelnen Ernährungsformen.
Da geht es halt wieder in die Kohlenhydratschiene rein. Also je weniger Kohlenhydrate du hast, desto eher wird der Körper eben motiviert, dass er auf Ketonkörper zurückgreift. Diese alternative Energieform, gerade fürs Gehirn jetzt. Oder eben verstärkt in die Fettverbrennung dann für den restlichen Körper. Denn Glucose wird natürlich immer als erstes verstoffwechselt und natürlich Zucker muss aus der Blutbahn, der Insulinspiegel geht hoch. Wenn der Insulinspiegel immer hoch ist, wenn du permanent isst oder wenn du permanent zu viel Glucose zur Verstoffwechslung zur Verfügung hast, dann sinkt das nicht ab und du kommst eben nicht in diese tolle Reparatur und vor allem diese Treibstoffwechselfunktion hinein dann. Wichtige Videos jetzt noch zu dem Thema, natürlich jetzt Autophagie generell, was es noch für Vorteile bietet, vor allem wann kommt man in Autophagie, was für eine Zeitspanne sollte man einhalten. Generell Video zu Fasten jetzt noch oben rein und natürlich der kleine Bruder davon wieder, wo es vielleicht noch etwas leichter fällt, das Intervallfasten, dass man gerade gewisse Reparaturfunktionen wieder freisetzt, dass man vielleicht verstärkt jetzt in die Ketonkörperbildung hineinkommt. Das ist eine tolle Sache. Kurz einmal drüber schauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, das Kanalmotto ist, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.